Hallo zusammen und jetzt willkommen zu meinem 100 Abonnenten-Special sozusagen. Ich habe jetzt alles gerade, ich habe jetzt mit 5 Minuten zu Verspätung gehabt, aber jetzt wird das nämlich das Video aufgenommen, es würde, also sobald das hier gesendet wird und auch bei Twitch ankommt, wird es aufgenommen und dann auch hochgeladen. So, wir zocken für dieses wunderschöne Special von mir, Metro Last Light Redux. Und wir fangen mit der Story, also wir machen Story. Boah, ich freue mich schon wieder in den Tunnel reinzugehen. Der Ratte, süß. Wenn ich euch, es gibt also eine pure Kaufempfehlung von mir. Erstmal guten Tag auch dir, Sinam. So, wir gehen auf ein neues Spiel. Wir können auswählen zwischen Überlebender. Munition und Filter sind knapp. Oder Spartaner, genieße die leichte Kämpfe und Tunnel in den, bei der Metro. Überleben? Ah, Spartaner. Normal. Muss ja erstmal so ein Anfangseinstieg kommen. Bestätigen. Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Joseph. Das sind alles Lügen. Ist noch viel schlimmer. So, wir beginnen in der Metro in der D6. Eine Sekunde, ich muss mich räuspern. Und wie wir so, wie wir rechts sehen, sehen wir schon die Schwarzen dort. Das hat nichts davon mit den Schwarzen zu tun. So heißt die Rasse des Übermenschen. Und ja, dann mal nach D6. Vor dem Bisschen Krieg meine Wodka in der Ehefrau. Hand mit seinem Wie war Kollegen im das überhaupt Lagerfeuer. passiert? Ich Was du versuchte, meine Schöneres, eine Familie Kaffeetasse mit der anzurufen, Blume mit kam drauf. aber nicht. Hat ernsthaft den Wodka weggeworfen? Ich schlag den gleich. Was ist geschehen? Da! Das. Scheiße! Boah. Scheiße! Das ist kein Russe. Was passiert hier? Achtung! 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 Menschen. Ach du. Also, wenn ihr. Ich sehe gerade, es gibt gerade bei der Aufnahme Probleme. Kann man ja alles schneiden und sonstiges. Artyom, wach auf, Artyom! Ich bin's, Kahn. Ah, ist ein Traum. Albträume, was? Kein Das ist Wunder. Kahn. Also Gerade was du aus dem durchgemacht vorigen Teil, hast. das ist der zweite Hör Teil, zu, das ist Kahn. ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Ich ein bisschen lauter reden, dann kannst du den Ton generell ein Stück runter machen. Überlebt hat. Dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Kahn, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist deine geheime Basis! Du dürftest nicht, Artyom! Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Okay, wir müssen machen uns bereit. Dann ein okay, wir haben hier. Essen, So, ein Feuerzeug. Wenn das Gas leer ist, dann krieg ich doch nie wieder. Mal lassen wir es mal an, noch sind wir hier. Wir haben Radio. Comic. Hier ist die Anspielung aufs Boot. Auf Boot. Nee, Buch. Metro 2033. Das Buch selbst auch gelesen. Wer stellt schon keine Schuhe als Deko hin? Ah, das könnte vielleicht, das ist nass vielleicht in die Wärme auf. Bilder aus der Welt, das ist der Big Ben, der Eiffelturm.
So, was haben wir hier noch? Bomberjacke, Lichtschalter. Warte mal, wenn ich drauf drücke. Ja, das ist raus. Gitarre. Die kannst du sogar als Waffe einsetzen, also nicht bestarten. So, der Metroplan. Ach, wir haben eine Taschenlampe. Wenn man sich da oben die, also, da ist die Polis, diese vier Punkte da. Und wenn wir hier hochgehen und dann links gehen würden, da in der Mitte, ein wunderschönes Herbstfoto oder Frühlingsfoto. Ein Bett, nicht sehr bequem. So, wir machen Licht aus, denn ich glaube, wir kommen. Ach, wir können das anhören. So, dann, ich glaube, das sehen wir nicht mehr so schnell. Das Problem ist, den Ton laut machen. Glühbirne. Vier ist gerade der Musik. Und sich dies muss eigentlich verdammt viel wert sein nach dem Krieg. Also nach so einem Atomkrieg, ich meine. Die werden ja nicht mehr hergestellt von irgendjemandem. Ja, Grüße Roxy! Auch da mit beim Special dabei. Schön, dass sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Und hat D6 sie gerettet? Nein. Sie konnten es nicht rechtzeitig erreichen. Und hier stand das Ding nun seit 30 Jahren, bis unsere Freunde darüber gestolpert sind. Alles darin war unberührt. Waffen, Medikamente. Als wenn man einen vergrabenen Schatz findet. Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wert, verstehst du? Hör auf zu ihm. Au, das muss wehtun. Es ist ein Geschenk unserer Freunde. Der hat noch eine Waffe gekämpft. Genug, um hier auch ohne Beine. Respekt. Schick. Wir leben in den miserabelsten Zuständen, aber Hauptsache eine Aldi-Tür, die jederzeit aufgeht, ist immer. Das kann ich von hier aus natürlich alles lesen. Da steht da. Demjok. So, der Ansprechanlage. Ohne Knopf. Yummy! Der wischt sich gerade. Der Rest der Gruppe ausgelöscht. Ich spiele Schach. Sieh dir diese zwei an, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Ob besser als Fernsehen, kommt Klopfsichungs. An die Leute auf der Laufheide. Genossenmütze. Mütze. Schade. Nee, Dame. Dame. Ist das ein Rubbel? Da unten, der zweite von, also von den beiden Knöpfen da unten, der linke, ist das ein Rubbel? Das müsste eigentlich eine russische Münze sein. Geld ist ja. Oh, dafür gibt es einen Fachbegriff für die Art Gitarre. Ich weiß den jetzt nicht mehr. Das ist keine Hawaii-mäßige. Nee, nee. Hier ist kein Knopf. Nein, die Tür. Yay. Bist du jetzt ein Ranger? Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Grad, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie zu. Also, jetzt die Medipacks. Der kommentiert gerade echt. Gut. Ja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. Also, falls ihr mal so einen Arm verliert, ob Krebs daran, oder Kopf ab von der Bestie oder ihr. Ich finde eine Leber so ein kleines Päckchen. Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwenden, um neue Waffen, Zubehör, normale Moon oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Halte, so. Was haben wir hier? Hier sind unsere Munition, hier sind links unsere Messer und Granaten und sonstiges. Wir haben noch keine Waffen. So, hier, wir haben 5 Minipicks und für 15 Minuten Sauerstoff. Brauchen aber nicht verschwenden, so. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Hier, so. Als allererstes zu schaffen, zu ausprobieren, anpassen. Das ist ganz allein deine Entscheidung. So,
Er schreibt mal, wer kennt sich mit Waffen aus? Die P, RPK oder die Kalaschnikow? Oder die Basta? Und die ist eigentlich... Steht da, mit die Gitarre von eben. Okay, wo steht da? Kalasch wird schon gesagt. Die hat 6 Schuss, die hat glaube ich 8 Schuss. Ich würde eher die nehmen. Ende. Kann aber. Nee. Aus. So. Was wollte ich jetzt? Nehme ich jetzt die. Ich glaube, ich nehme die Kalasch, die kommen. Ende Gelände. Die jetzt anpassen. Schalldämpfer und irgendwas draufklatschen wird schon passen. Hier sind unsere für die Schießerei, manche haben die schon nicht leise. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Wir haben hier auch noch ein Licht. Haben wir gerade aber nicht ausgesehen. Scheiße. So. Probiere bitte noch die Brust der normalen Attraktion. Jetzt schießt auf die Attrappe mit Rücken. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um zu durchdringen. Probier mal einen Kopf. Da gibt es nicht eine Taste zum Durchschießen und eine Taste für den Schuss, aber das ist schlecht. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Kurse der Munition. Okay, die ist sehr gut. Nochmal mit jeder Waffe nochmal probieren. So. Ach, ist schon. Und hier nochmal wechseln, weil egal wie man in der Metro ist, immer mit vollem Magazin, alles andere ist selbst vor. So. Nehme ich mir meine Position nochmal voll. Und dann. Oh, die alte Tür! Also, sieht aus wie Mutter hat gekocht. Oma, Mama hat gekocht. Sieht aus wie Mama gekocht. Tasten.